Wie wird man Präsidentin oder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Das ist ein langer Weg, denn das Wahlsystem ist komplex. Grund dafür ist auch die föderale Struktur der USA. In den 50 Bundesstaaten und Washington DC gibt es nämlich unterschiedliche Wahlsysteme. In den USA kämpfen vor allem zwei Parteien um den Platz im Weißen Haus. Die Demokraten und die Republikaner. Beide Parteien nominieren jeweils eine Person zur Wahl. Wer das ist, entscheidet sich in den innerparteilichen Vorwahlen. In jeder Partei stellen sich mehrere Anwärterinnen und Anwärter auf das Präsidentschaftsamt zur Wahl. Der Zeitpunkt der Vorwahl und das Verfahren variieren je nach Bundesstaat. Grundsätzlich gibt es zwei Systeme: Primaries und Caucuses. Viele Bundesstaaten wie Kalifornien, New York oder New Hampshire halten Primaries ab, die wie klassische Wahlen ablaufen. In manchen Bundesstaaten dürfen alle Wahlberechtigten wählen, in anderen nur registrierte Parteimitglieder. In Bundesstaaten wie Iowa, Nevada oder Wyoming gibt es Caucuses, vergleichbar mit Bürgerversammlungen. Dort diskutieren die Wahlberechtigten der jeweiligen Partei, wer nominiert werden soll, und stimmen dann offen ab. Egal ob Primary oder Caucus, die Anwärterinnen und Anwärter werden nicht direkt gewählt, sondern bekommen je nach gewonnenen Wählerstimmen Delegierte zugeteilt. Das sind in jedem Bundesstaat unterschiedlich viele. Nach Abschluss aller Vorwahlen finden die Nominierungsparteitage statt. Hier bestimmen die Delegierten der Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptwahlkampf. Dabei stimmen die Delegierten für die Anwärterinnen und Anwärter entsprechend der Stimmergebnisse in ihren Bundesstaaten ab, sind also an das Mandat aus dem Bundesstaat gebunden. Es gibt aber auch sogenannte Superdelegierte der Parteien, die ihre Favoriten frei wählen können. Wer über die Hälfte der Delegiertenstimmen seiner Partei bekommt, zieht als Präsidentschaftskandidatin oder Kandidat in den Hauptwahlkampf. Die zwei liefern sich TV-Duelle, während der Wahlkampf auch an der Haustür weitergeht. Und natürlich bei Veranstaltungen oder in den sozialen Medien. Spannend wird es in den sogenannten Swing States. Das sind Bundesstaaten, in denen bei den letzten Wahlen mal die eine und mal die andere Partei gewonnen hat. Hier wird besonders viel Wahlkampf betrieben, um den Bundesstaat für sich zu gewinnen. Anfang November findet dann traditionell die Präsidentschaftswahl statt. Wer wählen darf, ist in den Bundesstaaten unterschiedlich geregelt. Aber fast überall gilt: Die Wahlberechtigten müssen sich registrieren. Erst dann dürfen sie ihre Stimme abgeben. Die US-Bürgerinnen und Bürger wählen ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten nicht direkt, sondern indirekt über Wahlleute. Jeder Bundesstaat hat unterschiedlich viele davon, je nach Einwohnerzahl. Abhängig vom Abstimmungsergebnis am Wahltag verteilen sich die Wahlleute des Bundesstaates auf den demokratischen oder republikanischen Kandidaten bzw. die Kandidatin. In fast allen Staaten gilt dabei das Prinzip "The winner takes it all". Wer die Mehrheit der Stimmen in einem Staat gewinnt, gewinnt auch alle Wahlleute. Ganz gleich, ob man mit einer Stimme oder mit 100.000 Stimmen Vorsprung das Rennen für sich entschieden hat. Das kann dazu führen, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat zwar die meisten Stimmen aus der Bevölkerung, aber eben nicht die Mehrheit der Wahlleute bekommt. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute. Wer mindestens 270 gewinnt, wird neue Präsidentin oder neuer Präsident der USA. Die Arbeit beginnt aber erst Anfang Januar, wenn sie oder er den Amtseid ablegt und die Antrittsrede hält. Das ist der Startschuss für die vierjährige Amtszeit.